Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie Kati ankam und wir Krokodile im Daintree Rainforest gesehen haben, auf dem wunderschönen Magnetic Island waren und ganz viel Spaß hatten. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Viel Spaß! So, es ist schon ein bisschen her, dass ich mich gemeldet habe. Wir sind mittlerweile, glaube ich, 2 Wochen unterwegs. Es gab zwischendurch mal nicht so richtig viel zu erzählen, deswegen habe ich mal die Kamera oder das Handy beiseite gelegt. Jetzt, wie ihr sehen könnt, stehen wir gerade am Strand, am Rainbow Beach. Und ich habe uns hier eben mit dem Auto drauf gefahren. Das war sehr exciting. Ich habe erst den Reifendruck runtergelassen. Und ja, hier kann man so drauf fahren. So. Okay, ich sende. Hier verbringen wir jetzt auf jeden Fall den Nachmittag und fahren dann weiter nach Noosa. Und jetzt haben wir Halbzeit, also 2 Wochen haben wir noch. Und wir lassen uns einfach so ein bisschen gut gehen und halten mal da und mal hier. Sind viel am Strand, bräunen uns, haben einfach eine gute Zeit zusammen. Das ist richtig, richtig schön. Und ja, ich versuche euch ja so ein bisschen mitzunehmen, aber manchmal ist es auch einfach nicht so richtig spannend. Deswegen lasse ich es auch manchmal. Aber das war jetzt gerade auf jeden Fall ein sehr großes Highlight. Ja, nach Noosa und Brisbane waren wir dann am Emerald Beach, am Look at Me Now Headland Lookout. Und da kann man Kängurus von ganz nah sehen. Und das war auch das erste Mal für Kati, dass sie welche gesehen hat. Guten Morgen. Wir haben heute Nacht in Port Macquarie geschlafen. Sind schon ein paar Kilometer weitergefahren, seitdem ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Und wir haben hier oben über Nacht gestanden. Und jetzt beobachten wir gerade Delfine und Wale. Das ist so geil. Wir haben die gestern schon gesehen, vorgestern haben wir welche gesehen und vorvorgestern. Also seit heute ist der 4. Tag, an dem wir einfach Wale sehen. Das ist so krass und so schön. Es ist gerade Sonntagmorgen, 8 Uhr. Keine Worte. Das ist richtig cool, aber ich krieg's leider nicht auf der Kamera drauf. Dafür sind die ein bisschen zu weit weg. Jetzt habe ich sie doch drauf gekriegt. Man sieht immer so diesen Sprühfilm von der Atmung und dann sieht man immer irgendwie eine Flosse und irgendwas ins Wasser reinklatschen. Jetzt habe ich es doch drauf gekriegt. Wir sind jetzt noch ein bisschen weiter gefahren in Port Macquarie und hier gibt es ein Koala-Krankenhaus. Hier werden Koalas, die zum Beispiel von einem Auto angefahren werden oder von Bäumen fallen oder durch Buschfeuer verletzt werden, werden die hier aufgenommen. Und dann bleiben die hier so lange, bis sie dann quasi wieder ausgewildert werden können. Und das war total süß. Die wurden gerade gefüttert und saßen da auf ihren Bäumchen und haben da einfach so ganz genüsslich gegessen und gelegen. Das war sehr süß. Und das ist auch alles auf Spendenbasis. Man darf die nicht anfassen, was ich sehr gut finde. Das ist mir immer sehr wichtig bei solchen Sachen. Also es ist halt wirklich eine Auffangstation und die werden dann definitiv wieder ausgewildert, wenn sie ausgewildert werden können. Es gibt auch welche, die haben so starke Verletzungen, dass die halt ihre Lebenszeit dann in dem Krankenhaus verbringen. Aber das war sehr süß. Also der Morgen hat schon echt wirklich gut gestartet, so mit Wale beobachten, Delfine beobachten und Koalas sehen. Gestern waren wir an dem Aussichtspunkt, wo wir Kängurus gesehen haben. Also die letzten Tage waren echt so voller Tiere irgendwie. Das ist echt cool. Und das Wetter spielt auf jeden Fall auch sehr gut mit wieder. Also ja, läuft auf jeden Fall sehr gut aktuell. Es macht sehr viel Spaß.
Und jetzt fahren wir gleich noch mal ein bisschen weiter in den Süden. Wir haben jetzt noch 5 Tage, glaube ich, dann sind die 4 Wochen um. Und wir sind jetzt so 400 Kilometer vor Sydney. Und dazwischen ist jetzt auch nicht mehr so viel. Also werden wahrscheinlich schon morgen in Sydney ankommen oder in die Nähe von Sydney und da die restlichen Tage noch verbringen. Und dann ist die Zeit auch schon vorbei. Crazy. Ich bin heute wieder in den Blue Mountains unterwegs. Ich habe Kati gestern zum Flughafen gebracht und heute will ich mich mal wieder so ein bisschen bewegen. Die letzten Wochen waren so ein bisschen wenig und ja, jetzt gehe ich diesen 6-Kilometer-Track hier. Dem war ich schon mal im Februar und hier ist heute auch ganz viel los, weil gutes Wetter ist am Samstag, aber ja, es ist wunderschön hier. Das war sehr anstrengend, die letzten Stufen hier hoch, aber made it. Das letzte Mal, als ich hier war, das war im Februar mit einer Freundin und es hat geschüttet wie nichts. Es war übelst nebelig und wir haben die Tour andersrum gemacht. Wir waren an diesem Lookout als allererstes und man hat einfach gar nichts gesehen. Gar nichts. Und das war so ein bisschen enttäuschend und der Track ist tatsächlich andersrum auch anstrengender, als wie ich ihn jetzt dieses Mal gemacht habe. Und ja, war jetzt auf jeden Fall ein gutes Workout. Das tat sehr gut, mal wieder so ein bisschen schwitzen. Ich habe auch ein bisschen Tempo gemacht, weil ich den Track ja an sich schon kenne und jetzt auch nicht den gemacht habe, um jetzt alles nochmal zu sehen. Ich war halt jetzt einfach hier so in der Nähe und wollte mich mal ein bisschen bewegen und das hat wirklich sehr, sehr gut. Und der Lookout ist natürlich auch wunderschön gewesen. Ja, jetzt laufe ich zurück zum Auto. Gestern waren wir auch schon in den Blue Mountains, da waren wir bei den Three Sisters. Das ist so der berühmteste Lookout. War auch sehr schön. Und ja, jetzt laufe ich zurück zum Auto. Dann hole ich mir was zu essen. Und dann werde ich auch hier irgendwo schlafen. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Ich bin gestern dann noch ein bisschen weiter rausgefahren zu einem Stellplatz auf einem kostenlosen Campingplatz. Und hier habe ich jetzt heute Nacht übernachtet. Das ist auch eigentlich echt ein cooler Stellplatz. Sehr groß auf jeden Fall, an einem See. Sehr weit in den Blue Mountains, also echt weit draußen. Aber ja, war echt gut die Nacht. Habe jetzt quasi noch so den Abschluss damit jetzt gehabt von den 4 Wochen und mache mir jetzt einen Kaffee und vielleicht auch Frühstück, bin mir noch nicht sicher. Und dann geht es für mich schon wieder zurück auf die Farm, beziehungsweise nicht auf die Farm, wo ich vorher war, sondern zu jemand anderes auf die Farm, aber in dem gleichen Ort, also die kenne ich auch schon und da habe ich halt auch schon gearbeitet und da werde ich jetzt die nächsten 6 Wochen bleiben. Und dort fleißig arbeiten, wieder Geld verdienen, so wie es halt ist. Man muss ja auch wieder Geld verdienen, wenn man viel Geld ausgegeben hat. Und
Ja, 6 Wochen werde ich dort bleiben und dann geht's für mich ja erstmal zurück nach Deutschland für fast 3 Monate über den ganzen Winter. Ja, ist nicht meine erste Wahl, über den ganzen Winter zu bleiben, aber es stehen so ein paar Dinge an, für die ich in Deutschland sein möchte und die mir sehr wichtig sind und deswegen macht das Ganze ein bisschen weniger schlimm. Aber ich freue mich jetzt nicht wirklich auf den Winter, aber auf alles andere, Familie und Freunde sehen natürlich. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf, genug Zeit haben und ja, einfach die Zeit mit meinen Liebsten verbringen. In der Zeit bleibt mein Auto dann hier stehen und dann komme ich im Ende Februar wieder und dann geht's weiter. Aber erstmal heute noch ins Fitnessstudio gehen. Ich war ewig nicht mehr im Fitnessstudio. Und dann zur Farm fahren, da die Sachen wieder einräumen und ja, morgen früh um 7 wieder arbeiten. So, ich bin jetzt quasi wieder zu Hause. Ich bin jetzt im Rest der Strecke noch runtergefahren. Das sind ungefähr 2,5 Stunden gewesen. Habe auf dem Weg halt im Fitnessstudio gemacht, mich da noch mal ein bisschen bewegt, was sehr gut getan hat. Und habe jetzt alles aus dem Auto wieder rausgeräumt, habe es einmal durchlüften lassen, weil es zwischendurch echt ein bisschen gerochen hat. Durch die ganzen Klamotten und nassen Handtücher und ja, 2 Leute in gefühlt 2 Quadratmetern. Das riecht halt irgendwann auch so ein bisschen. Und ja, habe jetzt meine ganzen Sachen reingeräumt. Sitze hier gerade vor der Tür. Habe ein paar Bilder rübergezogen von der Kamera. Es ist jetzt 17 Uhr und morgen um 7 fange ich an. Ja, bin auf jeden Fall auch irgendwie glücklich, wieder hier zu sein. Ein bisschen wieder Alltagsstruktur nach 5 Wochen. Ich weiß halt auch, dass das wahrscheinlich nach 1-2 Tagen arbeiten ist, das schon wieder vorbei. Aber ja, ich genieße gerade den Ausblick auf die Schafe und auf die Hühner. Ich sitze hier gerade direkt vorm Auto. Also hier ist das Auto. Und hier hinten, da läuft Nun. Und da hinten sind Schafe. Also es ist so eine kleine Farm. So sieht's aus. Ich würde mich an der Stelle von euch verabschieden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es freut mich immer sehr, wenn ihr mir schreibt, dass es euch gefällt und dass ihr euch immer auf die Videos freut. Das ja, freut mich wirklich sehr. Und wenn ihr mir noch einen Gefallen tun könnt, dann abonniert doch sehr gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst gerne einen Kommentar und auch ein Like da. Das pusht immer sehr gut den Kanal und ich würde gerne noch mehr Leute damit erreichen. Das würde mich sehr freuen. Also damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ich wieder am Arbeiten bin. Bis dann!